Weißt du, ich bin ein knallharter Radio-DJ. Okay, das ist gelogen. Aber du hast mich inspiriert, Dani, mit deinem Guerilla-Ding. Ich träume davon, meine sexy Stimme, Musik von Maximas Matanzas und die Botschaft von Libertad über den Äther zu schicken. Ich nenne es Radio Libertad. Ich träume davon, dass du ein Logo überall auf Maria Marquesas beschissene Propaganda sprühst. Hier sind Sprühfarbe und ein paar Bomben, die ich gemacht habe, um Flyer schneller zu verteilen. Mit Gegenpropaganda ins Herz der Maschine. Oh, ich krieg eine Gänsehaut. Du auch? Da unten? Nein, nur ich? Okay, cool. Ja! Ich kann's kaum erwarten, dass Thalia und Paolo das sehen. Nur manchmal vom rechten Weg. Hey, komm her! Was weißt du? Wenn du nur halb so viel Stress hast wie ich, besuch mal Dr. Jani Davalos. Deine Therapie ist die beste, weit und breit. Vertrau mir. Hey, danke. Pass gut drauf auf, Michito.
wirklich Zeit? Du bist langsamer als mein Stuhlgang nach zu vielen Platanos. Bicho, muss das denn sein? Worauf wartest du noch? Sprüh die Poster an! Leg die Bomben! Verbreite die Kunde! Radio Libertad steht in den Startlöchern! Kollege, auf geht's! Ein guter Ort für Bichos Flyerbomben. Sprengstoff an einen öffentlichen Ort legen. Bring nur den Müll raus. Hier gibt's nichts zu sehen. Oh, Scheiße! Bomben gelegt. Ich sollte lieber meine Graffitis fertig kriegen. Ich glaube, ich könnte Karriere machen.
Viel besser. Picho, läuft bisher ganz gut. Nettes Logo. Gracias. Achte auf die klaren Linien, okay? Verstanden, Picho. Also, locker aus dem Handgelenk, ja? Weiche Bewegungen. Ist ja gut jetzt, Jones. Ich liebe dich. Immer schön aus dem Handgelenk. Helft mir! Bitte! Ich sollte lieber meine Graffitis fertig kriegen. Aber es gibt ein Wort, das droht, unsere Träume zu zerstören, wie es gewahr wird. Das Wort ist Libertad. Clara Garcia und ihre Guerilla-Terroristen sind alles, was zwischen uns und unserem Schicksal steht. Sie sind die mit einem einfachen Ziel, unsere Zukunft zu stehlen und Yara ins Chaos zu stürzen. Exzessives Trinken führt zu kriminellen Handlungen und Verwahrlosung. Wahre Yarana trinkt wie verantwortungsvoll. Zu ihrem Schutz ist exzessives Trinken in der Öffentlichkeit und im privaten Raum verboten. Seht euch das an. Picho, bin fertig. Nein, 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 Mann. Bist du nicht. Bereit für den nächsten Schritt? Das bin ich. Okay, Maria ist unterwegs. Sie wird ein Banner enthüllen. Live im Fernsehen.
und du wirst es gegen mein Banner austauschen. Oh, werde ich das? Es hängt ziemlich hoch, aber du schaffst das, ja? Clara wird voll drauf stehen. Auf geht's, Team! Gut, ich mach's. Auf geht's, Team. Bicho, ich habe mein Strafregister soeben um Vandalismus erweitert. Wohl eher das Register mit dem geilen Scheiß, der dich so krass macht. Wir treffen uns an der Tankstelle vor der Stadt. Leg los! Es geht los! Und nun eine besondere Ankündigung. Hallo, meine lieben Freunde aus dem Ausland. Irgendwelche Fragen, bevor wir anfangen? Ministra Marquesa, sind Sie besorgt? Wie reagieren Sie auf die Gerüchte, Diego Castillo sei Ihr Sohn? Gar nicht. Diego Castillo ist der Sohn des Präsidenten und ein Vorbild für alle wahren Jaraner. Und nun ist es mir ein Vergnügen, den Bau des Anton Castillo Kulturzentrums für wahre Jaraner zu verkünden. Barren, immediatamente. Sehen Sie? Das ist die Art kultureller Beschmutzung, gegen die wir ankämpfen. Ah, wir müssten uns kurz Ihre Telefone und Kameras ausleihen. Jeder in ganz Yara hat diese Scheiße gesehen. Oh mein Gott, Danny, wir haben so viel zu tun. Ich raste hier noch völlig aus.